Willkommen zurück zur nächsten Folge von Frostpunk im Endless-Modus. Und wir stehen kurz davor, bevor hier der richtige Sturm reinknallt. Wenn man mal hier rauszoomt, ups, dann sieht man schon, was hier gerade Phase ist quasi. Wir können auch nirgendwo anders mehr hin. Wir haben zum Glück alle unsere Speer zurückbeordert. Und jetzt wird es halt gleich ziemlich kalt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Baracken das hier überleben. Hier sind auch nochmal Baracken. Na, selbst wenn ich die Reichweite erhöhe, dann werden die noch mit berücksichtigt. Aber ich glaube, die hier kommen nicht bis rein. Das ist die Frage. Bauen wir nochmal so einen Dampfkern? Bei Technologie, ne? Ja. Oder Dampfzentrum. Einfach erstmal hier hin. Eigentlich wäre hier hinten besser. Wartet mal. Ich hoffe ehrlich gesagt, das reicht für... Halt, Moment. Wir müssen kurz testen, Ey. Ja, das müsste eigentlich perfekt reichen. Dann machen wir Folgendes. Wir machen hier das hin. Und setzen hier hinten so ein Dampfzentrum hin. Ja, da wäre am besten, aber gut, dann machen wir es. Machen wir es mal hier hin. Dann sind die hier komplett mit drin. Ob ich hier hinten eins hin machen will, weiß ich gar nicht. Ja schon mal bauen. Wir können sie ja dann später auch ausmachen. Ich mach die mal kurz noch mit rein. Die müssten die eigentlich noch fertig kriegen, bevor es hier losgeht. Aber dann sind die wenigstens noch mal im Warmen. Weil ich habe echt Angst, dass hier alle krank werden und dann elendig zugrunde gehen quasi. Natürlich unsere Kohlebilanz nicht mehr so doll. Also momentan steht nur Generator und Heizkörper da und selbst da machen wir schon miese. Sobald die beiden jetzt fertig werden, ist es auf jeden Fall schön warm auf jeden Fall, aber oh, guckt euch das an. Gehen wir übelst in die Miese rein. Vielleicht können wir das hier. Achso, dann machen wir es nur aus. Oh, er sagt nicht, die Baracke ist nicht drin. GG. Okay. Ja, der Rest ist okay. Wir müssen es mal so versuchen. Ich hoffe, unsere Kohle reicht aus. Und schon werden hier mehr Leute krank. Ja, wir haben die voll besetzt. Oh, es sind schon viele krank. Fuck. Das ist ja kacke. Das sind Arbeiter, ich brauche Ingenieure. Was ich auch nicht verstehe, doch jetzt. Ich würde schon sagen, warum würden die nicht wärmer? Okay, na das kann ja was werden. Es geht auf jeden Fall gleich los. Jetzt werden schon die ersten krank hier. Oh Mann. So, wir machen weiter. Oh Mann. Vor allem das mit der Kohle wird ziemlich krass. Eieiei. So, wir machen mal schneller. Es geht gleich los. Winter is coming. Auf jeden Fall sieht unser Essen ganz gut aus. Das ist, was mir auch noch gefällt, auf jeden Fall.
So, wir haben Glauben, Abendgebete. Mindert Unzufriedenheit. Machen wir das mal. Oh, jetzt seht ihr hier schon sehr kalt. Das heißt, wir müssen den Overdrive hier reinknallen. Eiskalt, eiskalt. Ach du Scheiße. Oh, und jetzt werden alle krank, ihr seht das. Ich werde auf jeden Fall. Gerade das Pflegeheim. Aber es ist zum Glück keiner drin. Das Wirtshaus ist auch viel zu. Ne, das ist daneben, ne? Die Baracke hier. Jagdhütte. Die sind jetzt durch einen Sturm deaktiviert. Das heißt, die können wir nicht mal benutzen. Die sind nur eiskalt. Können wir zwar benutzen. Oh Gott. Ja, die können nicht arbeiten. Kinderheim ist auch komplett weg. Oh shit, ich glaube, ich muss hier nochmal so einen Dampfkern bauen. Aber wenn dann richtig, hier hinten erst. So, oh Mann. So, die Baracken hier sind zum Glück auch nicht bewohnt, aber ist auch zu kühl. Kohle ist wieder ein bisschen gestiegen. Treibhaus ist auch zu kühl. Ne, oder wegen dem Sturm kann man auch nicht bedienen. Oh Gott. Also wir verlieren hier quasi alles gerade. Haus haben wir erforscht. Die verbrennen weniger Kohle. Ja, ich muss das jetzt hier mal machen. Ah, der braucht einen Dampfkern. Na, ich mach mal das hier. Dann haben die es ein bisschen wärmer. Ah, schwere Frostbeulen. Da sind die ersten jetzt schon erkrankt. Verdammt. Und einer musste sogar amputiert werden. Verlust eines Körperteils. Wir mussten handeln. Das machen wir auf jeden Fall noch. So, der Dingskern ist fertig. Das ist trotzdem an, trotzdem hilft es nichts. Eieiei. Wenn die Leute weiterhin in der Kälte, bla bla bla, alles klar. 12 Leute sind frierend. Uhuhu. Wir haben es fast geschafft, Leute. Oh Mann. Ein Glück habe ich diese Dampfdinger nochmal aufgebaut. Ansonsten wäre es hier richtig übel geworden. Oh shit. So, wir haben es gleich geschafft. It's off time. So, warte mal, wir müssen mal hier. Ach nee, wir brauchen ja Ingenieure. So, ein Ingenieur noch. Wir müssen volle Kapazität haben. Den hier hin. So. Das ist gleich geschafft. So, der Overdrive hier, der macht sich auch langsam bemerkbar. Aber ohne den hätten wir es absolut nicht geschafft.
Holy shit. Aber also der Rest ist eigentlich relativ gut geblieben, muss ich sagen. Dass wir jetzt einen Amputierten haben, ist natürlich nicht so cool. Und einen zweiten haben wir auch bekommen. Fuck. Oh Gott, das sind so viele Leute krank. 31. Was wir auch machen können. Hier fehlt auch immer noch einer. Können wir den nicht... wir können den Zusatzration kriegen. So, Generator ist kritisch. Oh je. Ja, müssen wir leider abstellen. Es ist kurz davor, aber es reicht nicht mehr. Überlebe den nächsten Sturm. Oh Gott, Gott sei Dank. So, wir bauen mal noch ein Sanitätshaus. Ich denke mal, wir werden es erstmal brauchen, bis sich hier alles wieder ein bisschen beruhigt hat. Das sieht doch sehr gut aus. Ja, das muss anbleiben. Schade. Ja. Okay, gucken wir mal, ob das noch reicht. Oh, nee, reicht nicht. Yikes. So, diesen links noch an. Hier müssen wir komplett ins Maximum gehen. Und dann schicken wir aber die ersten Leute wieder los. Oh mein Gott, die sind jetzt komplett resettet. Das ist der Schutzraum mit den Leuten. Wir schicken den mal hier hin. Wir brauchen jetzt nochmal Leute. Ja, Headcopper-Effizienz bringt jetzt nichts. Reichweite bringt auch nichts. Wir brauchen... Kohlemine. Ganz dringend. So, es sind immer noch ziemlich viele krank. Ich fürchte, wir müssen hier einmal ausstellen. Dann geben wir denen doppelte Ration, damit die schneller geheilt werden. Und wir brauchen jetzt noch 5 Arbeiter. Damit wir hier die nächsten Speer... Also in den Schutzraum gehen wir mal noch nicht. Dafür sind wir immer noch nicht vorbereitet. So, der geht wieder runter. Die Frage ist, ob ich den wieder eine Stufe runterstelle. Oder ich warte, glaube ich, erstmal, bis sich alle hier wieder beruhigt haben. Aber ich mache, glaube ich, immer noch miese, ne? Ja. Ziemlich viel sogar.
Eine Danksagung. Jemand hat eine Nachricht im Pflegestation hinterlassen. Dort steht: Vielen Dank. Durch die ganze Arbeit fällt es den Familien schwer, sich um ihre Amputierten zu kümmern. Einrichtungen wie diese. Okay, Hoffnung steigt. So, wir müssen wirklich erstmal die ganzen Kranken heilen. Das dauert noch ein bisschen. Kind ist auch krank. Was haben wir hier? Weniger als einer Stunde, das ist gut. Ah, hier ist ein Amputierter. Damn. Okay, das war nicht so cool. Aber wie gesagt, der Sturm. Okay, die Stürme werden scheinbar immer schwerer. Kann ich mir jetzt einfach nur vorstellen. Und jedes Mal resettet sich das denn hier. Was ganz interessant ist. Ich habe mir schon überlegt, wie sie es machen wollen, dass man immer weiter rausgehen kann oder so. Aber es bringt ja nichts. Ne, die werden jetzt hier quasi immer wieder verändert und neu gemacht. Interesting. So, die Forschung ist noch dabei. Das Ding könnten wir noch machen. Es braucht einen Dampfkern, das geht nicht. Ja, wir machen Dampfkohlegenerator. Wir brauchen jetzt unbedingt mehr Kohle. Wir haben jetzt keinen Dampfkern mehr. Ja, ich hoffe mal, dass dann die Ausbeute doch ein bisschen größer wird. Oh Gott, sieht gar nicht gut aus. So, noch 6 Leute krank. So, Gesetzbuch haben wir. Moment, wir gucken mal, haben wir jetzt dieses Prothesending eigentlich schon freigeschaltet? Ich glaube nicht. Ne. Dazu brauchen wir aber auch erstmal eine Fabrik, die müssen wir noch erforschen. Jetzt sind schon wieder 15 Leute krank. Das gibt's doch nicht. So, die ist jetzt fertig. Statt 21 macht die 66 in der Stunde. Was wir hier auch machen könnten, wäre vielleicht mal eine Ganztagsschicht. Das wäre noch eine Überlegung wert, aber noch ganz knapp. Wir bräuchten unbedingt einen Dampfkern, damit wir die andere Mine noch ausbauen können. Erstmal machen wir das wieder an. Ich denke mal, ich werde als nächstes wirklich die Fabrik erforschen, damit wir auch diese autonomen Dinger da bauen können. Na, es wird schon weniger, sehr schön. Zwei Leute, die nicht behandelt sind. Essen sieht auch schlecht aus. Oh Mann, ey. Fällt jetzt hier alles zusammen?
Wir haben eigentlich genug Holz. So, Schlitten transportiert eine kleine Ladung Stahl. Wir haben mehrere zerschmetterte, gefrorene Leichen gefunden. Eine davon lag unter einem Schlitten und ein anderer war von einer Ladung Stahl eingeklemmt worden. Wir machen mal hier einen Bogen hier rum. Das heißt, wir fliegen erstmal dahin. Das ist wirklich heftig, ey. Das Wirtshaus. Speisehaus runter. Hier voll. Hier, Max. Stahl ist jetzt nicht ganz so wichtig. Weiß nicht, was mit dem Essen, ob das reicht. Ne. Yikes. Wir haben hier diese Flugliga, die... Wir haben keinen verfügbar. Ich glaube, wir machen... das mal aus. Und dafür machen wir die hier voll. Ich glaube, das bringt mehr. So. Wir können Wegpunkt nutzen. Verdammt. Kleines Luftschiff. Na hier, es geht schneller. Kriegen wir eigentlich noch ein Speerteam? Nee, ne? Doch, einen zusätzlichen Speer hier unten. Und noch mehr Speerschlitten. Okay, wir bräuchten noch ein Speerteam. Wie sieht's denn hier aus? Was passiert, wenn ich das hier ausmache? Den hier. Den. Naja, das bringt nichts, schade. Okay. Das Ding müssen wir aber anhauen. Okay, vielleicht hätten wir das mal eher machen sollen. Ha, schon sind wir im Plus. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Das ist schon mal ganz gut. Wie gesagt, Essen macht mir ein bisschen Sorgen. Dampfkohlegenerator. Den mal verbessern. Und dann die Fabrik. Brauchen wir auch einen Dampfkern. Damn. Das ist schlecht. Aber wir erforschen sie trotzdem. Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass unsere Späher hier mal irgendwas Cooles finden. So, wir schaffen es nicht mit dem Treibhaus und den ganzen anderen Krempel hier. So, 18 Leute sind immer noch krank. Aber wir haben es jetzt schon mal einigermaßen in den Griff bekommen. Da reicht ja wohl einer. So, die arbeiten wieder mit 100%. Wir machen auf jeden Fall mehr als Kohle. Schön, die füllen sich jetzt schneller auf. Können wir das gleich nochmal ernten. Okay, das gefällt mir auf jeden Fall. Die sind wieder fast voll belastet. Holz brauchen wir nicht so viel, das reicht. Solange jetzt noch
unser Essen wieder steigt, sind wir eigentlich erstmal wieder relativ fein. Ja, wir machen auf jeden Fall Plus. Das ist hier trotzdem bei 500. Wir machen mal die hier raus. Sagen wir mal, drei reichen und der Rest kommt dann hier rein. Ich muss mal kurz gucken, ja. Trotzdem noch kühl. Ugh. Okay, ich glaube, wir müssen mal unsere Sammelstellen verbessern. So, 15 Leute sind noch krank. Das müssen wir auf jeden Fall noch verbessern. Okay, sind es doch wieder ein paar mehr geworden, warum auch immer. Keine Patienten. Die einfach rausgegangen, ja, oder was? Ist ja interessant. Oh, zwei Einwohner sind gestorben. No. Okay, zum Glück, wir haben ja einen Friedhof. Aber schön ist nicht. Eigentlich waren die doch in Behandlung. Merkwürdig. War schon wieder gestorben. Was ist denn hier los? Na, hier sind doch alle in Behandlung. Check ich nicht. Es kann doch sein, dass sie einfach vom Alter her gestorben sind. Gibt's ja auch. Kann man das irgendwo sehen? Nee. Tage. So, Stahl und Holz. Das Wrack sieht alt aus. Nach Überlebenden zu suchen wäre hoffnungslos, aber vielleicht lernen wir etwas darüber, was passiert ist. Wir haben uns durch den Schnee im Wrack gegraben und einige Vorräte, aber keine Leichen gefunden. Das Luftschiff hat beim Aufprall nur geringe Schäden davongetragen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Notlandung. Wir könnten die leere Hüllen. Wir gehen mal hier hin. So, der ist noch unterwegs. Ich brauche Dampfkerne, Leute. Unbedingt. Ohne die komme ich hier absolut nicht mehr vorwärts. So, 11 Leute sind noch krank. Wir haben jetzt auch ein paar verloren. Das ist natürlich richtig kacke. Ah, schon wieder nur. Verstreute Schlitten, zerstörte Mine. Danach gehen wir zum Steintor. Oh Gott, ich weiß es nicht. Wir machen danach auf jeden Fall erstmal die Sammelstellenwärmedämmung. Und dann versuche ich den nächsten. So, Kohle ist mehr als gut. Das müsste sich jetzt eigentlich selbst versorgen. So, Fabrik ist erforscht. Mal ganz kurz Sammelstellen, Wärmedämmung. Ganz wichtig. So, Fabrik können wir nicht bauen. Uns fehlen Dampfkerne. Wir könnten Häuser bauen. So, Nahrungsrationen. Was sagt er mir hier an? Wir machen immer noch miese.
Oh, schon wieder nur ein Wegpunkt. Das gibt's doch nicht. Leerer Zeltplatz. Nicht, ey. Ich brauche Dampfkerne unbedingt. Ich muss hier mal leider eine extra Schicht reinknallen. Was könnte man hier noch machen? Wir können die Schreine machen. Muss ich einen Tempel bauen? Ich muss 3 Schreine bauen. Das kriegen wir aber hin. Zehn Stahl. Schreine müssen mal da gebaut werden, wo gearbeitet wird, habe ich irgendwie das Gefühl. Lassen wir erstmal so. Und hoffentlich genug hier gebaut. So, Wärmedämmung haben wir. Optimierter Kohleabbau, effizienteres Sammeln. Nee. Wir brauchen das hier unten. Wir brauchen kurz mehr Stahl. Da müssen wir kurz warten. So, theoretisch müssten die jetzt hier... Ja, perfekt. Die sind so schon stark genug jetzt. Shift is ending. Ja, Mist, wenn die Shift jetzt Ending ist, dann können wir auch nichts machen hier. Oh. Besseres Sammeln. Wie machen wir hier diese Jagdtaktiken? Sparen wir uns ein paar Leute. Und können vielleicht das andere Ding noch besser machen. Apropos, brauchen wir da einen Dampfkern? Nee, ne? Nee. Nee. 3 müssen reichen. Ja, ich bin doch echt am Überlegen, ob wir doch zum Schutzraum fliegen. Und dann die ganzen Leute hier zu uns rüberholen. Aber dann reicht das Essen definitiv nicht mehr. Wir haben eigentlich noch ein paar Häuser über, glaube ich, ne? Ja, hier sind überall keine Leute drin. Die Frage ist, brauchen wir so viele Arbeiter? Wir haben hier überall eigentlich welche drin. Wir könnten natürlich dann mehr von diesen Jägerleuten bauen. Ich verstehe mal nicht, ab einer bestimmten Uhrzeit verlassen die scheinbar alle die Sanitätsstationen, obwohl sie krank sind. Keine Ahnung. Ja, und deswegen sterben sie denn. Schön für die Zeremonie. Tod durch Überarbeitung. Oh.
ein Opfer bringen, leider. Macht man zweimal eine längere Schicht und stirbt gleich? Oh, Junge, Junge. Oh, Leute. Ja, okay, ich glaube, wir brauchen doch mehr Einwohner. Oh, wir haben Dampfkerne. Oh mein Gott. An diesem Ort hat ein Massaker stattgefunden. Die Schlitten wurden durch kräftige Hiebe umgestürzt und beschädigt. Wir haben auch ein paar menschliche Überreste gefunden. Den Schäden an den Schlitten nachzuurteilen, wurden die Mitglieder dieser Expedition von Eisbären angegriffen. Die meisten Leichen wurden zerstückelt und ihre Knochen weisen tiefe Bissspuren auf und sind teilweise abgenagt. Wir können uns glücklich schätzen, dass die Tiere nicht an dem Dampfkern interessiert waren, die mit den Schlitten transportiert wurden. 5 Stück! Alles klar, ab nach Hause. Wir gehen noch hierhin. Gehen kurz noch zum Steintor und dann zurück. 5 Dampfkerne. Da könnten wir auf jeden Fall noch ein Treibhaus bauen. Die Mine noch verbessern. Und dann würde ich 1, 2 von diesen Maschinen bauen, glaube ich. Das hört sich gut an. Ja, diese 24-Stunden-Schicht hat echt nicht so viel gebracht, muss ich sagen. Weil jetzt kann ich auch, glaube ich, nichts mehr erforschen, weil ich nicht genug Dings habe. Oh, schön, schön, schön. Haben wir noch irgendwas, was nicht so teuer ist? Das Ding könnte ich machen. Oder das hier, Dampfstahlwerk, nur 30 Holz. Okay, machen wir das. Holz haben wir. Wir haben leider nicht genug Stahl. Es wird jetzt gleich auch noch mal ein bisschen kälter. Eigentlich müsste es gehen. Keine Nahrung mehr. Wir machen mal Folgendes. Obwohl, das bringt jetzt auch nichts mehr. Ja, wir brauchen mehr Leute. Bringt nichts. Kohle und Stahl. Dann herrscht das reinste Chaos. Zum Glück haben wir keine Leichen gefunden. Wir nehmen alles mit, was nicht von der Explosion beschädigt wurde. Dann gehen wir hier hin. Und dann machen wir einen Weg hier rum. Und fliegen wieder zurück. Vielleicht noch hier zum komischen Wald. Dann sammeln wir alles ein, was geht. Ah, zum Glück haben wir diese Dampfkerne gefunden. Die sind pures Gold quasi. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wir haben nicht mehr so viele kranke Leute. Hier sind auch keine Patienten mehr. Das heißt, die können hier alle raus. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ist schon wieder kühler geworden alles. Ich glaube, dann müssen wir hier kurz was anschalten. Okay, das ist noch okay. Die Sammelstelle ist eh aus. Die Sanitätsstation ist aus. Die haben wir ausgemacht. Kinderheim wäre schon cool. Das Wirtshaus. Das muss anbleiben. Das ist noch okay. Okay, ich glaube, besser kriegen wir es nicht hin. Wie gesagt, die ist aus. Die Werkstatt ist auch aus. Und die sind an. Okay.
Gibt leider hier und da noch ein paar Baracken, die kühl sind. Aber soweit ist es erstmal okayisch, würde ich sagen. So, wir brauchen jetzt unbedingt mehr Stahl. Ganz dringend. Können wir die nicht noch irgendwie verbessern oder brauchen wir da... Ich glaube, da brauchen wir auch einen Dampfkern, ne? Da haben wir noch nicht mal erforscht. Okay. Dampfstahlwerk. Ganz kurz gucken. 70 Stahl, 40 Stahl. Schnell mal verbessern. Was haben wir denn hier noch? Feldküche. Erhöht die Temperatur von Arbeitsplätzen in der Nähe um eine Stufe. Cool. Haus der Heilung. Ja, werden langsamer geheilt. Muss einen Tempel bauen. Machen wir mal das mit dem Tempel erstmal. Das kostet alles so viel. Ich habe keinen Stahl. Dampfmaschinenbohrer. Ja, ich glaube, ich muss leider erstmal den forschen. Ja. Shit, ey. Ich habe leider nicht genug Stahl. Da müssen wir leider hier erstmal durch. Besser als nichts. Die müssen das hier unbedingt verbessern. Das können wir noch machen. Sind immer noch 5 Leute krank. Das ist aber okay. Wie gesagt, Holz haben wir durch das Ding immer noch mehr als genug. Was für ein Ding? Bruchstücke der Vergangenheit, Phantom am Horizont, das kenne ich noch gar nicht. Captain, die Beobachtungsposten der Signalstation haben etwas Außerordentliches gefunden. Sie haben ein Land... Dreadnought der Victoria-Klasse am Horizont erspäht. Diese fortschrittlichen Fahrzeuge wurden nur für die wichtigsten Aufgaben eingesetzt. Diese Neuigkeiten lassen bei unserer Bevölkerung Nostalgie aufkommen. Wir könnten vielleicht einige Erinnerungsstücke aus unserer Vergangenheit in diesem Koloss finden, sagt einer der Späher. In Arbeit ergänzt, die würden unseren Kindern helfen, sich daran zu erinnern, wer wir waren und was wir einmal sein könnten. Das Wrack wurde auf der Karte gekennzeichnet. Wir sollten uns beeilen, mehr kann ich nicht lesen. Müssen uns das näher ansehen. Ach, hier hinten. Ah, okay, da kommt er noch hin. Na gut, dann gehen wir erstmal dahin. Na, er hat die Kerne, ne? Oh. Verdammt. Okay. Okay. So, wenn die hier fertig sind, das sollte helfen. Mehr Stahl zu kriegen. Ah, guck, wie sie nach oben schießt. Perfekt. Der Arbeitstag ist gleich vorbei. Was steht hier? Ein Hauch von Hoffnung. Freue mich, das zu hören. Der Tempel. 40 Stahl. Wir machen
mal die Heizeffizienz. Was genau, 40 Stahl. Aber schön wäre, wenn wir langsam mal doch die Erkundung machen. Eigentlich haben wir eh nichts zu verlieren. Ich bin überlegen, ob wir hier nochmal eine extra Schicht reinlegen. Aber ich hoffe mal, sterben nicht schon wieder irgendwelche Leute. Nehmen wir einen Ingenieur raus und packen den hier rein. So, wir müssen dann erstmal einen Cut machen. Ich habe schon wieder die Zeit völlig aus den Augen verloren. Eieiei, also den Sturm haben wir mehr oder weniger überlebt. Wir haben ein paar Männchen verloren und zwei sogar sind amputiert worden, weil es einfach wirklich zu kalt war. Und der nächste Sturm kommt ungefähr in 10 oder 11 Tagen, je nachdem. In der Zeit müssen wir jetzt halt gucken, dass wir mit unseren Speeren, ach, ich will mal rauszoomen, so viel wie möglich noch mitnehmen. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Den Schutzraum wollen wir mitnehmen und dann noch dieses Steintor. Und mit ihm, denke ich mal, je nachdem, was jetzt hier oben noch kommt, werden wir hier einen Bogen zurück machen, damit wir die Sachen noch schnell einsammeln können. Und als nächstes machen wir auf jeden Fall noch mehr Speer, Leute. Und mit den 5 Dampfkernen, die der hier hat, sollten wir auch eigentlich in der Lage sein, noch ein paar mehr Sachen auszubauen. Weil der nächste Sturm, der wird, denke ich mal, richtig reinpfeffern. Und wenn wir bis dahin nicht unsere ganzen Einrichtungen noch verbessert haben, am besten auch ganz viele Häuser bauen, dann haben wir doch ein richtiges Problem, denke ich mal. Aber bis jetzt sieht es noch ganz fein aus. Macht auf jeden Fall riesen Fun, der Endless-Modus. Also haben sie sich richtig cool was einfallen lassen. Und auch wieder völlig kostenlos. Also die Entwickler geben sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe bei dem Spiel. Mir gefällt's. Ich hoffe euch auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit einschalten würdet. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und euch noch einen schönen Tag. Tschüss.